Die Sims 4 ist im September 10 Jahre alt geworden. Und ich muss mich mal ganz kurz über diesen traurigen Sims-Geburtstag auskotzen. Ach fuck, jetzt ist mir hier die alte Intro-Videodatei ins Schnittprogramm gerutscht. Naja, das merkt sowieso niemand, ist ja jetzt wieder brandaktuell. Ja, ihr habt's vielleicht schon gemerkt, dieses Intro ist schon ein bisschen älter, um genau zu sein, vom 24. Geburtstag des Sims-Franchises. Die Sims-Entwickler haben leider wenig dazugelernt, aber der große Unterschied ist, im Februar haben die Sims-Entwickler wenigstens noch erwähnt, dass die Sims Geburtstag haben. Da habe ich mich eher drüber aufgeregt, dass es kein großes Geburtstags-Update gab. Und jetzt sind wir sogar schon so weit, dass die Sims-Entwickler zum 10. Geburtstag, es ist ein runder Geburtstag, noch nicht mal dazu einen kleinen Post auf Twitter oder ähnliches dalassen. Ich finde, das Ganze wird noch viel lustiger, wenn man daran denkt, dass die Sims-Entwickler 2019 sogar die Sims 3 gratuliert hat zum 10-Jährigen. Ja, das erweckt dann schon so ein bisschen den Eindruck, als wären selbst die Sims-Entwickler mehr Fans von die Sims 3 als von die Sims 4, wie so mancher aus der Community ebenfalls so sieht. Am Geburtstagsmontag haben wir jetzt keinen Tweet von den Entwicklern bekommen. Einen Tag später allerdings gab es dann einen Post, in dem die Entwickler eine neue Arbeitsliste vorgestellt haben mit Fehlern, die demnächst behoben werden. Darüber will ich mich jetzt natürlich gar nicht beschweren, da sind sogar einige größere Sachen dabei und generell sehr viele Probleme. Aber Leute, kommt schon, ich finde es fast ein bisschen ironisch und auch ein bisschen bezeichnend, dass die Sims-Entwickler zum 10. Geburtstag nichts feiern, sondern eine stumpfe Liste von Fehlern geteilt wird. Wollen die Sims-Entwickler uns da unterschwellig irgendwas sagen? Aber jetzt Spaß beiseite, ich finde es einfach fast ein bisschen traurig und es ist ja auch generell schlechtes Marketing, wenn dabei EA nicht mal an den eigenen Geburtstag gedacht wird, ganz ehrlich. Ich meine, es sollte doch jetzt mittlerweile bekannt sein, dass die Sims-Community sehr treu ist, die Sims in einer gewissen Weise liebt, das ist zwar immer so eine Hassliebe, aber die Sims-Community ist auch unglaublich kreativ und ich denke, man kann uns oft auch mit so kleinen Dingen, so kleinen Anspielungen an vergangene Sims-Teile oder auch das Aufgreifen von Lore irgendwie eine Freude machen und es hätte EA ja jetzt auch wirklich nicht viel gekostet, dann ein kurzes Video zu produzieren, aber selbst das haben sie jetzt irgendwie verkackt. Ich finde das immer noch so witzig. Könnt ihr euch noch an den 20. Geburtstag der Sims erinnern? Ich konnte die Quelle dazu leider nicht mehr finden, aber es gab auf jeden Fall in der Vergangenheit ein Gerücht, dass die Sims-Entwickler auch den 20. Geburtstag beinahe vergessen hätten, es im letzten Moment noch gemerkt haben und dann einfach sich gedacht haben, okay, dann ballern wir jetzt hier diesen komischen Pool da zusammen. Da gab es noch einen kurzen Infopost und das war's auch schon. Wer weiß, ich könnte mir auch vorstellen, dass im Entwicklerstudio die Leute, die die Sims lieben, die dafür brennen, mittlerweile auch weg sind und vielleicht ja auch nur noch neue Leute da sind, die mit den Sims noch nicht so viel zu tun hatten und sowas dann natürlich auch nicht so ganz wissen. Aber was man ja auch sagen muss, die Sims-Entwickler wissen ja, wie es geht. Schon zum 21. Geburtstag des Sims-Franchises gab es eine coole Kooperation zwischen EA und CC-Erstellern und Moddern, bei denen 21 Objekte aus der Community ins Spiel gebracht wurden. Das kam doch auch wirklich gut an. Sowas hätten sie doch jetzt auch einfach wieder machen können. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das ähnlich seht wie ich. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Findet ihr sowas wichtig, dass man merkt, dass die Sims-Entwickler die Sims auch gerne mögen? Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.